das Virus versaut unser Familienfest. Wer hätte je geglaubt, zur goldenen Hochzeit und zum 80er gibt es keine Feier. Das Coronavirus hat unser Fest geklaut, im Garten gab's für Enkel nicht mal Ostereier. Uns plagt ein neues Virus, ein globales Biest, vor dem heißt es sich zu schützen. Gefahr, sogar wenn einer niest. Konsequenz, alle bleiben zu Hause sitzen. Gäste werden ausgeladen, Feste sind verschoben, bis die Pandemie vorbei. All dem zum Trotz feiern wir ein schönes Fest, ungelogen. Wir erlebten einen wunderbaren Tag, das ging auch gut mit uns zwei. Frühstück, Livestream, Blumen und Getränke, gemeinsame Erlebnisse, Revue passieren lassen. Für Afrika bitte eine Spende, statt für uns Geschenke. Dank E-Mails, Handy, tolle Briefe, so geht kommunizieren. Die Feste haben wir in trauter Zweisamkeit begangen. Eigentlich wollten wir Gäste bei uns begrüßen. In der Hoffnung, das Virus ist bald vergangen, so feiern wir halt später, dann werden wir das Fest erst recht versüßen. Meidet den Virus, diesen blöden Mist, denn er liebt uns nicht, vielmehr, er will uns schaden. Schützt euch konsequent und bleibt Optimist, pflegt Hygiene und Humor, es wäre euch zu raten. Genießt den Frühlingstag allein, zu zweit, zu dritt, passt gut auf und bleibt fit, haltet durch, egal was kommen mag. Wünschen wir euch einen schönen Tag. Mach schon.